Okay. So, jetzt müssen wir das natürlich nochmal allgemein definieren. Restklasse. So. Naja, nee, das machen wir nicht auf Hessisch. So. Jede, oder wir müssen anders anfangen, sei A Element Z und M Element N. So. Also das M, das ist unser Modul. Ja? Bezüglich dessen wir Modulo rechnen. So. Jede Menge A. So, das ist eine Zahl aus Z, gelten ist mal ein Strich drüber, damit ist es die Restklasse. Jede Menge A ist gleich. Besteht aus all denjenigen Elemente, die kongruent sind modulo zu A modulo M. So. Bezeichnet man als Restklasse modulo M. Genau. Jedes X aus dieser Menge heißt Repräsentant. Von A. Also Sie können, egal welches Element Sie rausnehmen, jedes Element ist ein Repräsentant. Sie können sagen, dass die minus 5 ist ein Repräsentant für die Restklasse hier oder die minus 15 oder die 0. Alles sind Repräsentante dieser eine Restklasse. Okay? Okay. Die Menge aller Restklassen modulo M bezeichnet man mit groß R klein M im Index. Okay, gibt es an dem Punkt noch Fragen? Ja? Werden die Mengen nur bei Restklassen dann wieder klein geschrieben, weil wir haben ja bisher immer Mengen groß geschrieben? Die Frage ist, ob man jetzt hier die Ausnahme macht, dass man hier noch Menge klein schreibt, weil wir sie ja bislang groß geschrieben haben. Okay, ja, das ist eine Ausnahme. Also wenn man jetzt hier A als Zahl aus Z bezeichnet, nimmt man in der Regel ja eine kleine Bezeichnung. Das haben wir bislang auch immer so gemacht. Ne? Eine Zahl aus Z wird klein bezeichnet. Und jetzt machen wir es groß dadurch, dass wir einen Strich drüber schreiben. Okay? Ja? Nochmal? Ich nehme die Menge aller Restklassen. Ja. Module, egal von was, eigentlich immer alle Zahlen. Ah, gute Frage, eine sehr gute Frage. Ob jetzt RM, ist RM nicht dasselbe wie die Menge aller Zahlen? Ist RM nicht immer Z? Ne? Ist Ihre Frage. Was meinen Sie dazu? Ja? Die Menge der Restklassen ist 5. Also jede Spalte ist eine Restklasse, oder? Stellen Sie Ihre Frage nochmal. Ist nicht jede Spalte jetzt eine Restklasse und dann wäre RM? Kann man sagen, dass eine Menge 5 ist? Oder was meinen Sie? Mächtigkeit. Ah ja, genau, okay. Nicht so viel Schwätze hier im Raum. Alles klar. Sie haben recht, die Mächtigkeit von RM ist 5. RM ist nicht gleich Z. RM hat nur 5 Elemente. Z hat unendlich viele. RM ist eine Menge
von Mengen. Ja? Wenn Sie so wollen, machen wir mal das Beispiel hier für R5. R5 enthält welche Elemente? Nämlich 0, 1, die Restklasse hier, 3 und 4. Das ist gleichbedeutend mit, und jetzt kann man anfangen, das auszuschreiben, die 0 ist eine Menge, Punkt, 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 minus 5, 0, 5, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist die Restklasse von der 0. Ne? So, das ist eine Menge und dies Element von R5. So, das heißt, Sie müssen unterscheiden eine Menge und eine Menge von Mengen. Ja? Jetzt haben wir hier minus 4, 1, 6 und so weiter. So. Ja, das ist jetzt die Restklasse 0, die Restklasse von der 1 und die anderen müssen wir auch noch hier dazu denken. Ja? Und dann haben wir hier letztlich eine Menge von 5 Mengen. Das ist ein Unterschied, das ist nicht gleich z. Okay? Ja? Aber die Elemente, die dahinter stehen, sind z. Ja, die Elemente. Wenn Sie jetzt hergehen und Folgendes machen, Sie nehmen die 0, die Restklasse von der 0 und vereinige die mit der Restklasse von der 1 und der Restklasse von der 2 und der Restklasse von der 3 und von der 4, das ist gleich z. Okay? Aber die Vereinigung von all den Mengen ist nicht gleich Rm. Rm ist einfach nur die Menge dieser Mengen. Okay?